Moin und herzlich willkommen zur zweiten Runde unserer FM23 Euro 24 Prognose. Wir kommen, wie gesagt, zum zweiten Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Slowakei. Aus irgendeinem Grund sind wir das Auswärtsteam, was ich nicht so ganz verstehe, denn man sieht im Hintergrund, wir sind ja in Dortmund. Und die Slowakei ist als leichter Gegner, also so wie alle Gruppengegner, als leichter Gegner angegeben. Und deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt auch klappt mit einem Sieg. Im ersten Spiel hat es ja geklappt. Die Slowakei hat außerdem gegen Irland mit 3 zu 0 gewonnen. Das heißt, das wird interessant werden, weil das womöglich diese Mannschaft wird, gegen die wir uns messen müssen um den Gruppensieg. Das heißt, das ist schon eines der wichtigeren Spiele in der Gruppe. Die Aufstellung. Erstmal habe ich schlechte Nachrichten zu verkünden. Denn im Training zwischen den Spielen hat sich unser bester Stürmer sehr knapp verletzt. Und zwar für 5 Wochen. Das heißt, er wird in diesem Turnier nicht mehr zum Einsatz kommen. Das ist sehr ärgerlich, denn Serge Gnabry hat eine Stärke von 84 gehabt. Und unsere nächstbesten sind Timo Werner und Lukas Metscher mit jeweils 79. Apropos, hier Metscher gerade mit einem Schuss aufs Tor. Also, ich werde nochmal hier die Aufstellung präsentieren. Und zwar haben wir im Tor weiterhin Marc-André ter Stegen. In der Abwehr David Raum auf links, in der Mitte Niklas Süle und Antonio Rüdiger und auf rechts Marius Wolf. Die Doppel-Sechs besetzt mit einem Gegentor. Ja, das ist das 1 zu 0. Schranz trifft für die Slowakei, sein zweites Tor im Turnier. Und das ist jetzt antiklimatisch, sage ich mal. Ja, schlecht, um es so zu sagen. Naja, auf jeden Fall haben wir auf der Doppel-6 Ilkay Gündoğan und Julian Weigel. Auf der Doppel-10 haben wir Kai Havertz und Jamal Musiala und im Sturm Timo Werner und Lukas Metscher. Das ist unsere Aufstellung. Des Weiteren auf der Bank sitzen noch Nico Schlotterbeck, Joscha Wagnermann, Jonathan Tah, Luca Netz, Florian Wirtz, Thomas Müller und Lukas Höhler. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir da noch was hingebogen kriegen. Ich merke gerade, wir haben eine ganz andere Kamera. Ich will doch die Kamera gar nicht haben. Warum das denn? Ich will doch die Kamera haben. Ich stelle das nie um. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal umgestellt war. Naja, gut. Lobotka. Gott, das war nicht schön. Das war nicht schön. Und die Slowaken werden schon wieder gefährlich, sind im 16er. Da war wieder Schranz der Torschütze vom ersten Tor. Müssen wir uns was überlegen, dass wir da mal auf die andere Seite kommen. Das sieht doch gut aus. Jawohl, Werner ist durch, kein Abseits, allein im 16er. Und er schießt nicht. Warum nicht? Den Raum. Ja, mach du was. Stürmer vor. Ach Leute, warum stellt ihr euch so an? Es könnte alles so einfach sein, ist es aber anscheinend nicht. Suslov. Werden ja teilweise eskortiert von uns. Schanz wieder. Kommt einfach durch. Entscheidet sich doch zu passen aus irgendeinem Grund und verliert dann den Ball. Okay. Das ist sauber. Aha. Das
ist ja jetzt aber abseits. Nein, ist es nicht? Okay, können wir immerhin ein bisschen legen. Das ist ja fast auch wie ein Handspiel, was er da macht, aber anscheinend war es keins. Ach, schade. Oh, schön, Matcher. Er schießt so früh. Also meines Wissens ist eingestellt, dass die keine Distanzschüsse machen sollen mit der Taktik. Und aber trotzdem. Also wenn man das als Distanzschuss bezeichnen kann. Ich meine, so weit weg ist sie auch wieder nicht. Boah, da kommt schon wieder so gefährlich vor das Tor. Was war das? Dann geht er jetzt den Ball zurück. Sieht alles so ungeschickt aus. So, Musiala. Oh, okay. Nee, da legt sich ein Ball ein bisschen weit vor. Musiala? Nee. Oh Gott, jetzt ist er schon wieder durch. Und wieder machen, was er will. Okay, er macht nichts Gescheites. Aber schlimm genug, dass er machen kann, was er will. So, es läuft schon die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Von uns ist noch nichts wirklich Gefährliches gekommen. Weil ich mir Sorgen. Wie oft er jetzt schon so frei war. Und er macht das nächste Tor. Warum wird er so allein gelassen? Ich verstehe es nicht. Und das war die erste Halbzeit. Die waren Schranz mit zwei Toren. Nordmazedonien führt 1-0 gegen Irland. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Na gut, Wechsel brauchen wir erstmal keine. Das können wir noch laufen lassen. Und das Resultat ist ja enttäuschend. Das ist klar. Die Brandrede würde ich mir aufheben für ein K.O.-Spiel. Ich hoffe einfach mal, dass wir es noch besser geregelt kriegen im weiteren Turnierverlauf und dann ja, noch irgendwie die Gespräche führen und die müdesten Leute massieren. So, die Spieler sind sauer über ihre eigene schlechte Leistung, aber man glaubt durchaus, dass man hier noch etwas bewegen kann. Ja, dann bewegt mal was. Also, so dringend nötig. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Oh, und dann schießt er vorbei. Dann kommen wir mal gut durch und dann sowas. Da hätte echt nicht viel gefehlt. Ja, faul ihn ruhig. Dann kann ich nicht mehr sehen. Oh, danke für den Ball. So. Jetzt wäre mal Lauf. Oder Pass. Ja, Pass ist auch gut. Ja, ruhig mal her spielen. Solange die belernt kann, ich kein Problem. Mach nichts Dummes. Matcher! Wie oft wollen wir denn nochmal Chancen kriegen müssen?
Okay. Das kann was werden. Matcher. Warum? Jetzt klappt es wenigstens mit den Torschüssen. Müssen nur ins Tor gehen. So, Werner, kein Abseits. Jawohl, Anschlusstreffer, immerhin. Timo Werner mit dem 1:2 aus deutscher Sicht. Lässt mich noch nicht wirklich Erleichterung spüren, aber das ist schon mal ein Anfang. Das ist ja der nötige Anfang, den man machen muss, wenn das nochmal was werden soll heute. So, jetzt bitte stoppt die nochmal und holt euch den Ball wieder. Und ja, okay, das war... Hä? Okay, warum packt ihr so spät? Na ja, gut, dann ist es halt so. So, die Slowaken wechseln. Sluka kommt rein. Oh Gott. Fast schon wieder das nächste Gegentor. Oh. Gut, immerhin keine Karte. Ich guck mal kurz. Wir sind noch alle frisch. Und dann lassen wir es nochmal. Oh, passt drauf. Da ist der Schranz schon wieder so gefährlich vom Tor. Okay. Wir hatten mal eine gute Phase, aber die ist dann schnell auch wieder vorbei. Na, wo war jetzt vielleicht? Wir haben viel Platz. Okay, gut. Genuan. Da war niemand. Oh Gott. Ich guck jetzt nochmal. Ich würde jetzt doch mal wechseln. Irgendwann muss man es ja mal machen. Ich würde die müdesten wechseln, denke ich mal. So, wir brauchen auf jeden Fall eine frische Offensive, würde ich behaupten. Okay, auf rechts. Marius Wolf ist verhältnismäßig müde. Dann ja, hier noch Musiala wäre noch recht müde, hätte ich jetzt gesagt. Okay, also verhältnismäßig. Dann hätten wir jetzt die müdesten schon mal ausgewechselt. Ja. Denn man muss ja ganz schön gut mit der Frische handhaben können in so einem Turnierverlauf. Das Schöne ist ja, dass eigentlich alle Spieler ganz vernünftig sind, würde ich sagen. Zumindest gegen so einen Gegner sollte man eigentlich mit denen auskommen, die man hat, egal ob man jetzt die erste oder die zweite Elf aufstellt. Aber das wird trotzdem gar nicht so richtig. Das ist ärgerlich. So, jetzt schauen wir noch zu. Wir haben die Wechsel getätigt. So, Wirtz, den haben wir gerade eingewechselt. Der kann rennen. Werner ist schon ein bisschen länger dabei. Ja. Na gut, wir haben noch eine Viertelstunde. Mit frischer Offensive wird das hoffentlich nochmal was. So, Wirtz. Kommt der Pass nicht an. Oh, langer Ball. Der kommt auch nicht an. Wäre auch zu schön gewesen. So, Weigel. Ist doch abseits, ja, war klar. Ja.
schauen, ob jetzt was wird. Okay, der Ball ist zumindest angekommen. Ich weiß nicht, ob er dahin sollte, aber... Dann wird er zum Stolpern gebracht und bildet den Ball. Na. Er kommt einfach nicht durch. Jetzt sind die schon wieder durch. Wir kommen nicht durch, die schon. Langsam wird auch die Zeit knapp. So ein Haufen, die wir einfach durch die Gegend irren. Das sieht nach so wenig Struktur aus. Und das ist jetzt auch faul, das ist jetzt wieder. Nicht nur, dass es eine Karte ist, sondern es gibt ja einen Freistoß für die, dann haben wir noch weniger Zeit, noch irgendwas zu richten. Das ist nicht gut. Ich muss jetzt hier mit abkaufen. Oh, jetzt ist der nochmal durch. Ja, okay, der Fall. Jetzt hat er sein drittes Tor heute geschossen. Ganz alleine. Ganz alleine war der da. Ja, und das war's. Wir haben 1:3 gegen die Slowakei verloren. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Das ist bitter. So, Nordmazedonien gewinnt 3:0 gegen Irland. Armes Irland, und zum dritten Mal 3 Gegentore gekriegt. Ohne eins zu schießen. Oh Mann. Naja. Gut, dann müssen wir jetzt noch gegen Irland Punkte holen und hoffen, dass wir damit gut durchkommt. Naja gut, das war auf jeden Fall nicht zufriedenstellend. In jedem Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Spiel wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.